Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro. Lange nicht gesehen, ich weiß. Und es hat auch einen speziellen Grund, warum es lange nicht gekommen ist. Und zwar, ich hab's mal ein, zwei Wochen nicht gebacken bekommen aufzunehmen, weil ich völlig fertig war. Und dann hatte ich einfach Angst, Sekiro zu spielen, weil es ist ja kein leichtes Spiel, ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin nicht mehr in Form. Aber ich dachte mir, komm, scheiß drauf, du spielst das jetzt, du kommst wieder in Form. Das ist der Plan, einfach wieder in Form kommen. So. Drück mir die Daumen, dass ich hier klarkomme. Ah, guck mal hier. Wir sind hier jetzt übrigens im Dorf Mivo. Also ich weiß noch alles, was passiert ist. So, du kämpfst jetzt mal für mich. Und zwar sind wir hier in Dorf Mivo gelandet, nachdem wir einen sehr billigen Boss besiegt haben. Und hier sind irgendwie Zombies unterwegs anscheinend. Die irgendwie sehr leicht zu töten sind. Hast du gerade versucht, mich anzugreifen? Das war jetzt aber nicht nett. Zombies, die mit Steinen werfen. Und ein Zombie, der mich abgeworfen hat. Du bist echt ein schlechter Partner, verzieh dich. War keine gute Entscheidung, den mitzunehmen. Aber man kann hier richtig gut farmen, alter Schwede. Ja, also, wir haben es hier mit billigen Zombies zu tun. Wir schauen uns hier erstmal um, ganz bequem, erstmal in die Steuerung wieder rankommen. Ich habe halt Angst, dass gleich wirklich ein Boss kommt und ich... Ja gut, dann kann ich es lernen. Dann kann ich es wieder lernen, wenn ich beim Boss bin. Das ist super. Hier ist irgendwie ein versteckter Gang, oder? Nein, hier ist nur eine Verarsche. Ja, hier war ein Händler, da links war ein mächtiger Gegner, den wir schon mehrmals besiegt haben. Oder ich mehrmals, ihr habt es einmal gesehen, wie ich ihn besiegt habe. Ich habe ihn jetzt schon öfters besiegt. Einfach nur spaßeshalber, weil ich es kann. So, wie schleicht man nochmal? Ne, das ist alles andere als schleichen. Das ist auch nicht schleichen. Ich weiß nicht mehr, wie man schleicht. Ah. Alles klar. Okay, ihr könnt nicht wissen, dass ich hier bin, ne? Du hast ein ganz schön langes Ding, alter Schwede. Dich töte ich zuerst. So, mein langes Ding. Töte sie alle. Oh, da ist jemand, der irgendwie von oben mit Steinen wirft. Au. Das Gute ist, wenn ich Gegner töte... Ah. Au. Ist doch gut. Dann bekomme ich Leben zurück. Und das nicht nur wenig. Das heißt, umso mehr ich von diesen Zombies töte, umso heiler werde ich. Das heißt, ich... Ich muss meine Potions nicht verbrauchen. Hör auf mich zu schlagen. Ich habe es ganz genau gesehen. Der wollte mich schlagen. So, hier hat irgendwer noch mit Stein nach mir geworfen. Der bleibt ja auf meiner Seite, ne? Bis er tot ist, glaube ich. Das ging schnell. Hier liegt überall Loot. Ich würde sie alle gerne töten, allein schon wegen des Lootes willen. Das sind jetzt genauso viele wie vorher auch. Also irgendwo tauchen die immer wieder auf. Mivo Valor der Seele. Die werde ich eh nie einsetzen. Ich habe die einmal eingesetzt zum Farmen und ich fand das nervig. Das weiß ich noch. Ich fand das einfach unglaublich nervig. Was ist das? Ist das offen? Wie viele hier auch rumhausen. Hier war irgendwo noch Loot, oder? Habe ich nicht vom anderen Haus zwei Päckchen gesehen? Oder habe ich das gesehen? Ah, ich glaube, ich habe das gesehen. Ah, das. Alles klar. Ich springe jetzt einfach mal hier runter und gucke, was das da ist. Oh. Ein verängstigter Mitbürger. Ich bin hier, um dich zu retten. Korb. Ich bin ein Korb. Hallo? Ich grüße euch. Korb. Beruhigt euch. Seid ihr eine ehrenwerte Person? Ja. Oh, ein Glück. Ihr seid eine ehrenwerte Person. Wolltet
ihr mich etwas fragen? Es tut mir leid, aber... Also, ihr könnt mir gern Fragen stellen. Ich muss nur diesen Korb auf meinem Kopf lassen. Was ist mit dem Dorf passiert? Komm. Was stimmt nicht mit diesem Dorf? Das würde ich auch gerne wissen. Bevor ich mich versah, ist jeder verrückt geworden. Für eine Weile war ich auch benommen, aber das hat sich gelegt, nachdem ich mich übergeben habe. Ich war so durstig, dass ich eine Menge Sake getrunken habe. Deswegen habe ich mich wohl auch übergeben. Der Oberpriester lädt uns manchmal auf Sake ein. Aber wisst ihr, wenn man Sake trinkt, wird man durstig. Das Sake-Fass ist im Nu leer. Also muss jeder das Wasser in den Teichen und Flüssen trinken. Aber je mehr man trinkt, desto durstiger wird man. Dabei wird man durstiger und durstiger und kann niemals genug trinken. Okay. Das heißt, irgendwas ist im Wasser oder was? Hallo, Controller? Danke. Was stimmt mit diesen Dorfbewohnern nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie Angst vor Feuer haben. Für eine Weile war ich auch benebelt. Und ich fühlte die gleiche Angst. Ein unlöschbares Feuer. Nur der Gedanke daran bereitet mir Panik. Unlöschbares Feuer. Der Jäger Inuiko hat angefangen, Pinienharz zu verbrennen und sich in diesem Haus eingeschlossen. Dieses Harz brennt für eine lange Zeit. Es ist ein echtes Ärgernis. Inuiko ist der Ausgestoßene des Dorfes. Er isst gern Wildfleisch und so Sachen. Darum gibt ihm der Oberpriester keinen Sake. Wo ist Inuikos Haus? Oh, auf der anderen Seite des Teichs. Inuikos Haus ist das letzte am Weg. Hat er vielleicht die Dorfbewohner sozusagen verflucht als Rache? Erzählt mir von diesem Priester. Er ist die wichtigste Person im ganzen Dorf. Ihr könnt ihn im Schrein finden, den ganzen Weg am Fluss hinauf in der Nähe der Wasserquelle. Er hat zu uns gesagt, lasst uns alle zu Bürgern des Palasts werden. Wenn ihr genug Sake trinkt, werdet ihr alle zu Bürgern des Palastes, sagte er. Bürger des Palasts. Ich verstehe nicht, was er damit meint, aber das hat er gesagt. Oder war es der Priester, der das gemacht hat? Ihr müsst los. Ich verstecke mich in die... Ja, du wirst verdursten, mein Freund. Bürger des Palasts. Vielleicht sind sie jetzt Bürger des Palasts geworden. Oh gut, das hat nichts gebracht. Okay. Lass uns erstmal den Loot mitnehmen. Überlord des Reichtums, alles klar. Wer hat mich gesehen? Jetzt sind beide tot. Alles klar, okay, der schlägt auf jeden Fall sehr langsam zu. Hätte ich echt nicht zu meinem Freund machen sollen. Ach, der geht um. Alter Loot! Bezieh dich! Wie, du hast mich... Oh, ich bin viel zu lange. Alter, die sind getarnt, ich hab die gar nicht gesehen. Die haben sich dahin gehockt und waren Pilze. Hey, er steht wieder auf! Guckt euch das an! Okay. Es hat nicht wirklich Sinn, gegen die zu kämpfen. Eigentlich müssen wir uns hier überall vorbeischleichen. Wenn auf den Dächern kriegen die mich eh nicht. Ist das Loot? Gib mir Loot! Bin nur hier wegen des Loots. Und schon habe ich wieder volles Leben. Bam! Beruhigungsmittel. Wir haben so einige Fläschchen eingesammelt. Ich weiß gar nicht, ob wir den Kopflosen schon besiegt haben, den wir da hatten. Wir hatten ja noch den dritten, glaube ich, gesehen. Also hier um die Ecke. Frage ist, ob der noch da ist oder ob ich ihn besiegt habe. Ich glaube, den habe ich noch da gelassen. Ich glaube, da wollten wir jetzt quasi in dieser Folge hin. Aber da ich jetzt nicht eingespielt bin, werde ich da Teufel tun oder hingehen.
wird doch hier nicht unbewacht sein, oder? Oh, doch, tatsächlich. Das habe ich gehört. Hühnchen. Wo ist ein Hühnchen? Draußen. Ich glaube, das Huhn bekommt mich mit, ne? Da bist du. Es könnte sein, dass wir in diesem Teich noch Karpfen finden. Da müsste ich eigentlich auch durchschwimmen. Ist das ein Affe da hinten? Der sieht so anders aus als die anderen, ne? Ah, ich hatte doch mal ein Fernrohr. Egal. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Wasser und lassen die Leute mal Leute sein. Huch! Ihr seid keine Karpfen. Oh Gott! Nein, ich will doch aufs Boot. Kügelchen. Na, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Aber was haben wir hier drüben, wenn man hier so einfach hinkommt? Ist das das Haus von diesem... Waren es die da? Kommt man nicht rein. Oder von oben. Kommt auch nicht rein. Da hätten sich auch eine Menge Loot. Ach. Gibt aber zu viel zu gucken. Wir würden hier nicht wieder herkommen, ne? Wenn ich da hinten so hingucke. Oder etwa doch? Geht man jetzt hier im Kreis oder geht man nicht? Ich muss mal gucken. Sind hier Gockel? Die sind Gockel. Tatsächlich. Oder auch nicht? Oh, da kann man speichern. Kann ich hier... Okay, kann man nicht. Aber was soll's, wir müssen noch nicht speichern. Wir sind gerade erst vom Speicherpunkt gekommen. Lässt mich in Ruhe, Fischis. Wir sind keine Goldkarpfen. Ich brauche euch nicht. Okay, lass uns erstmal da oben alles erkunden. Ach, du bist jetzt tot geblieben. Das ist ein bisschen seltsam. Ah, das sind die Fische. Okay, wir müssen uns hier beeilen, weil die stehen so schnell wieder auf. Kontaktmedizin. Ah, ich hasse es, dass man sich jetzt hier nicht in Ruhe umsehen kann. Ich würde es gerne machen, aber das Spiel erlaubt es höchstwahrscheinlich nicht, weil die gleich wieder aufstehen. Keine Geheimgänge, kein gar nichts. Stehen die jetzt auf oder stehen die nicht auf? Die stehen nicht auf. Vielleicht, weil es hier kein Wasser gibt. Vielleicht nur in der Nähe von Wasser. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Sees. Adamantschrott. Eisenerz mit stumpfem silbernen Glanz. Grundmaterial verwendet für fortgeschrittene Verbesserung von Prothesenmodulen. Ist jetzt hier dieser Inuyasha-Typi. Harzgut. Stück Harz mit ewig lodernder Flamme zum Verbergen des Flammenrohrs. Das Harz stammt aus... einer schwarzen Kiefer im Wald von Dorf Mibo. Die immer präsenten Flammen waren Wegweiser, um den Weg ins Dorf zu finden. Mit der Zeit verachteten die Dorfbewohner die Flammen und die schwarzen Kiefern waren verloren. Wer die Flammen verteidigte, wurde ebenso verachtet. Ja, und das soll mich jetzt schockieren, oder was? Ich laufe einfach an denen vorbei. Ja. Schönes Leben euch noch. Keine Ahnung, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Die dachten sich bestimmt, oh, der Spieler dreht sich dann um und ist voll schockiert. Aber nö. Man läuft einfach nur weg. Aber was sollen die schon machen? Das sind langsame Zombies. Okay, wir müssen darüber. So, Ausgangspunkt.
So, da geht's hoch. Da ist ein riesiger Keulenschwinger, der Spaß hat. Der Typ, der da rumgräbt, ist immer noch da. Da ist auch ein großer Dude. Ups. Das wollte ich nicht. Ja, wo gehe ich jetzt lang? Da hoch? Oder da lang? Aber es sieht so aus, als würde es da weitergehen. Da war ja auch ein Speicherpunkt, ne? Deswegen sollten wir da hingehen. Zu den Leuten. Wie stellen wir das jetzt am besten an? Ich komme wieder. Erst gehe ich darauf. Ich glaube, ich wurde gesiebt. Was bist du denn so schnell, mein Freund? Du warst irgendwas Seltsames. Aber keins dieser Zombies. Ja. Was gibt's da? Ich weiß nicht, was es da zu holen gibt. Sieht nicht so aus, als wäre da was und ich weiß nicht, wie ich da vorbeischleichen kann. Wir probieren das einfach mal. Ich könnte mich da hochschwingen, aber das wird nichts bringen. Was haben wir denn da? Nee. Gut. Adamantschrott. Ah, so kommen wir auch ganz leicht dahin. Aber schleichen wir uns doch erstmal hier hoch. Da ist nochmal Loot. Aschina-Sage. An den Loot komme ich nicht ran, ne? Ich versuche mal den Dicken hier zu töten und ihn auf meine Seite zu ziehen. Und dann macht er sie für mich platt. So, Dude, hab Spaß. Wir können mich gar nicht sehen. Ich bin der Baum. Wir können nur den Dicken sehen, der jetzt komplett ausrastet. Wer von den beiden wohl gewinnt? Hör auf, Steine auf meinen Kumpel zu werfen. Das ist nicht nett. So, Kontaktmedizin. Tschüss. Ich wünsche euch viel Spaß mit deinem neuen Freund. Ich würde gerne wissen, wer gewinnt. Ja, eigentlich sind die anderen Überzahl, ne? Und ich sehe auch das Leben von meinem Dude nicht. Oh. Na gut, die Überzahl hat gewonnen. Huch! Was? Warum? Hä? Wodurch? Alles klar, okay, jetzt wissen wir, wie wir es zu tun haben. Wenn die Typen sterben, können sie also auch zu Ninjas werden, die echt nervig sind. Kann ich darüber springen? Ja, wenn ich gesprungen wäre, bestimmt. Ach, scheiße. Da geht's nur noch tiefer runter. Okay. Zum Glockenhains schaffe ich das nicht, ne? Du hast mich nicht gesehen. Oh Gott, er hat mich gesehen. Da war doch gerade was zum Ranhängen. Hab's doch gesehen. Der rastet voll aus. Na gut, mit seiner Glocke. Aha! Und tschüss, ihr Deppen. So, da hinten kann ich speichern. War hier noch Loot? Ja, da. Okay, wir rennen mal kurz zum Loot. Das ist kein Loot. Oh Gott. Was machst du? Was ist hier los? Ich steck fest. Jemand hat mich gegrabt. Da die Viecher. Da guckt sie an. Da schon wieder. Oh mein Gott. Was ist hier los? Ah, ich hoffe, es hat sich gelohnt, Zero.
Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Okay. Gehen wir wieder aufs Dach, da fühle ich mich sicher. Holy shit. Was war denn das? Aber der Loot ist halt wichtig. Hügelchen. Ich könnte da lang schwimmen, aber ich kann da auch erstmal speichern. Ja, geil, da war ein Loch. Hm. Da ist auch Planken-Joe mal wieder. Aber Planken-Joe, den machen wir schon fertig. Aber ich glaube, du warst erstmal wichtiger. Ach! Huh, Junge! Ich wollte ausweichen. Ja, ich bin doch schon tot! Ich bin doch schon tot. Ah, ins Gesicht. Alter, selbst wenn ich jetzt aufstehe, bringt mir das doch nichts. Jungs, ey. Drehen die mal hier voll am Rad. Mann, ist die Wiedergeburt, kriege ich gleich wieder. Und zwar genau hier. Holy shit. Was geht denn hier ab? So. Rasten selbstverständlich. So, Leute. Planken-Joe ist weg. Warum ist Planken-Joe weg? Und ich möchte auf jeden Fall das Haus noch erkunden. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gehen wir ins Häuschen. Und danach gehen wir hier weiter und gucken mal, was uns da erwartet. Und dann gehen wir noch schwimmen, stimmt. Ha, so viel zu tun. Haut rein, euer Zero. Tschüss.